Fahrzeugen, die hier mitgefahren sind, die ganz normalen Löschfahrzeuge aus den Fußgrubs heraus, werden gleich die Personen gerettet, beziehungsweise im gleichen Zuge auch eine Brandbekämpfung innerhalb des Flugzeuges durchgeführt, so dass denn der Fall ist. So es denn da drin brennt. So, Sie sehen, das Übungsszenario hier in dem Falle, die Flugzeugcrew war selber nicht in der Lage, die Personen, die sich im Flieger befinden, zu evakuieren. Aus diesem Grunde wird diese Evakuierung durch die Feuerwehr vorgenommen. Bei den Einsätzen der Feuerwehr steht natürlich die Personenrettung an allererster Stelle, noch vor der Brandbekämpfung im Normalfalle. Hier bei so einem großen Szenario, bei einer so großen Menge Kerosin, die austritt und austreten kann und sich dann entzünden kann, wird natürlich im Vorfeld mit dem Flugfeld Löschfahrzeugen gelöscht. Und Sie sehen, hier werden jetzt die ganzen Personen aus dem Flieger evakuiert. Nachdem die Personen, die jetzt hier den Flieger verlassen und auch selbstständig verlassen können, die werden jetzt alle einer Sammelstelle zugeführt, um dort die Personalien aufnehmen zu können und natürlich in allererster Linie die Personen zu untersuchen und zu schauen, ob es Verletzungen gibt. Und erst wenn keine Personen mehr selber laufen können, erst keine Personen mehr aus dem Flieger kommen, die selber laufen können, geht natürlich dann die Feuerwehr jetzt vor in den Flieger, um hier jetzt die Personen, die vielleicht noch im Flieger sich befinden und selber nicht mehr gehfähig sind, um diese Personen jetzt auch zu retten und aus dem Flieger zu evakuieren. Da wir eine Vielzahl an Personen im Flieger jetzt natürlich noch vermuten, müssen wir natürlich auch dementsprechend zügig den Flieger durchsuchen und die Personen retten. Das ist der Grund, warum wir hier von zwei Seiten oder über zwei Wege in den Flieger hineingehen, damit wir mit möglichst viel Personal